Ramon Untersander, Gratulation zum 4:1-Sieg und Gratulation natürlich zum ersten Saison-Goal. Wieder mit einem Rückstand gestartet heute. Wie kannst du das erklären? Erklären ist schwierig. Wir haben uns sehr vorgenommen, dass wir nicht in den Rückstand gehen. Trotzdem ist es passiert. Wir müssen analysieren, was genau der Fehler war, wie es passiert ist. Aber wir sind sehr ruhig geblieben und durch das haben wir sicher auch die Coolness gehabt, für das Spiel zu kehren. Zeitweise hat es von Marco Bührer ja leichter brennt. Also hat sehr viel zu tun gehabt heute Abend. Wie beurteilst du seine Leistung heute? Seine Leistung war phänomenal. Verdient unseren Respekt. Nach dieser Meldung, die gestern reingekommen ist, muss ich sagen, Chapeau. Jetzt morgen steht Kloten auf dem Programm. Wie schaust du auf das Spiel? Morgen wollen wir uns weiterentwickeln, unser Spiel weiter verbessern, die Chemie in der Mannschaft verbessern und wir gehen für den Sieg daheim.